kurzer Disclaimer, bevor das Video anfängt. Ihr werdet es gleich sehen, ich musste leider mit meinem Smartphone aufnehmen. Ich wurde nicht gehört in Bremen. Zusätzlich war das Bild von Kevin Möwald ab und zu ein bisschen pixelig. Deswegen sorry für die Bildqualität. Das Audio sollte aber gut sein. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kevin, wenn das hier rauskommt, ist noch ein Tag bis Weihnachten. Ihr spielt am gleichen Tag noch DFB-Pokal, zweite Runde in Hannover. Welcher Spieler ist denn am wahrscheinlichsten in der Stimmung, sich danach sofort ein Weihnachtslied zu wünschen, wenn ihr nach dem Spiel raus in die Kabine geht? Boah, von unserer Mannschaft natürlich, ne? Natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Kabinen teilt mit den Gegnern, aber ich will eigentlich die von euch wissen. Wer könnte sich ein Weihnachtslied wünschen? Leo vielleicht, aber eher dann so brasilianisch, also so ein brasilianischer Song vielleicht. Aber Leo ist schon so sehr musikalisch, natürlich auch von seiner, dass er in Brasilien geboren ist. Die sind ja immer so ein bisschen mit Musik und Rhythmus. Von daher glaube ich schon, dass er so ein Typ sein könnte, der sich da auch gerne mal so einen Weihnachtssong wünscht. Ist er auch bei euch Kabinen-DJ? Oder wer ist dafür in der Verantwortung, das dann zu verhindern, dass das Weihnachtslied läuft? Ehrlich, ich weiß gar nicht, wer bei uns der Kabinen-DJ ist. Ich komme mal in die Kabine rein und die Musik läuft schon. Ich bin es auf jeden Fall nicht. Und über die Songs müssen wir auch nochmal reden, ja. Läuft da nicht das, was du dir vorstellst? Du würdest das anders lösen? Es ist monoton. Es ist monoton. Aber die Lieder an sich sind gut. Aber wir könnten mal ein bisschen Variabilität gebrauchen. Bisschen durchmischen. Was läuft denn kurz bevor ihr rausgeht? Gibt es da ein spezielles Lied zur Motivation, was immer kommt, kurz bevor ihr die Kabine verlasst? Boah, ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie das heißt, muss ich sagen. Also ich bin, was Musik angeht, nicht so der Kenner, was Lieder angeht. Ich kenne die Songs, aber ich weiß nicht, wie sie heißen und ich weiß auch nicht die Sänger. Von daher kann ich dir leider nicht sagen, wie der Song heißt. Das Wichtigste ist ja, dass sie funktionieren. Richtig. So, jetzt nehmen wir uns mal mit. Letztes Spiel in Hannover des Jahres. Du bist dann danach, ich gehe mal davon aus, wenn du in Erfurt feierst, wirst du danach sofort auf die Autobahn gehen, weil du bist ja näher dran an Erfurt von Hannover als von Bremen. Oder nimm uns mal mit, wie sieht dein Tag aus, wie feierst du? Oder wie geht's vonstatten direkt nach dem Spiel? Ja, ich setze mich ich gehe erstmal duschen, glaube ich. Denke, das ist wichtig. Na gut, ja. Das ist das Wichtigste. Und dann setze ich mich mit der Mannschaft im Bus, fahre nach Bremen zurück. Wir haben dann, glaube ich, auch nochmal einen Corona-Abstrich. Von daher, so schnell geht das nicht. Nächsten Tag habe ich auch noch ein bisschen Nachbereitung. Ist ja jetzt nicht so die lange Pause, die wir jetzt haben bis zum nächsten Spiel. Von daher ist das schon wichtig, dann auch eine Pflege zu bekommen. Und dann bleibe ich in Bremen. Zum Glück, meine Mutter kommt mich besuchen hier in Bremen, mich und meine Freundin. Wir feiern dann zusammen hier in Bremen. Was heißt feiern? Haben gemütliches Weihnachten zusammen. Und wie gesagt, alles ein bisschen kleiner, im engeren Kreis gehalten als die Jahre zuvor. Aber trotzdem sehr schön, wenn man dann die Familie um sich herum hat. Das glaube ich. Gibt es bei euch irgendwelche speziellen Traditionen oder Gepflogenheiten, die jedes Jahr stattfinden müssen, was sonst einfach nicht Weihnachten ist? Nee, normalerweise, klar, wenn man im großen Kreis der Familie feiert, hat man immer noch ein paar kleinere Kinder dabei, die dann vielleicht auch mal ein Gedicht aufsingen müssten oder aufsagen müssten. Das haben wir jetzt dieses Jahr nicht, weil wir im relativ kleinen Kreis sind, aber wir lassen uns da schon noch was einfallen. Kleine Kinder ist ein gutes Stichwort. Was ist das coolste Geschenk aus deiner Kindheit, was dir noch in Erinnerung ist? Wo du jetzt sofort sagst, das war nice. Ich war damals extrem stolz auf mein Fahrrad. Also ich habe damals, als ich mein erstes Fahrrad bekommen habe, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber auf jeden Fall war ich da extrem stolz. Das war dann auch, wir haben meistens bei meiner Oma gefeiert und da habe ich dann schon meine Geschenke bekommen. Und da war aber noch nicht so dieses große Geschenk dabei, wo ich jetzt gesagt habe, oh, wow. Und das habe ich dann bekommen, als ich zu Hause in unsere Wohnungstür reinmarschiert bin, stand dann das Fahrrad da und ja, das war dann so, was jetzt so am prägnantesten ist jetzt im Moment. Bist du ein Spieler, der jetzt immer noch ab und zu mit dem Fahrrad ins Training fährt? Ich muss sagen, ich habe gerade gar kein Fahrrad mehr. vielleicht wünschst du dir dieses Jahr wieder eins. Ja, ich habe auf jeden Fall mir vorgenommen, mir eins zu holen, weil ich glaube, das bietet sich in Bremen echt auch an. Du hast mit der Weser echt auch immer einen schönen Weg zum Training. Die Wege sind jetzt nicht so weit, deswegen kann man da auch immer mal ein Fahrrad gebrauchen. Deswegen nehme ich mir vor, mir eins. Du musst nur deinem Verein zuliebe eins beachten, du darfst nicht so schnell fahren wie Piqué. Hast du das mal gesehen? Nee. Der fährt mit,
gefühlt 500 km/h zum Training. So die Straße runter und das sieht einfach nur geisteskrank aus. Das mache ich nicht, aber ich glaube, also so viele Erhöhungen haben wir hier gar nicht. Ja, stimmt. Eben. Relativ flach bei euch. Welche Farben haben die Christbaumkugeln? Grün-Weiß, oder? Wir haben auch ein bisschen Grün haben wir auch dabei, ja. Weiß ja natürlich auch mit dabei. Ich glaube, meine Freundin hat das ehrlich gesagt alles gestaltet. Ich muss da nochmal genauer einen Blick drauf werfen, aber ich glaube, Gold ist auch ein bisschen was mit dabei. Also es ist bunt gestreut, aber es sieht gut aus. Also ich war sehr zufrieden. Hauptsache Grün ist dabei, dann kann der Verein schon mal gut schlafen. Richtig. So, jetzt Geschenke. Was steht bei dir persönlich auf dem Wunschzettel? Kann was Materielles sein, gerne aber auch fußballerisch. Was hast du dir denn noch vorgenommen für die Saison oder auch für die nächsten Jahre? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt rückblickend mal auf meine Verletzung zurückschaue, ist das Wichtigste, was ich mir wünsche, allgemein für mich, aber auch für eigentlich alle, ist Gesundheit. Ich glaube, das ist immer das höchste Gut, was man hat, wenn man gesund ist. Leider Gottes ist die Gesellschaft ja so, dass man das erst richtig zu schätzen weiß, wenn man es nicht hat. Jetzt mal auf Fußball bezogen, bei mir war es halt das letzte Jahr, wo ich komplett verletzt war. Deswegen wünsche ich mir einfach, gesund zu bleiben, fit zu bleiben und einfach weiterhin so jedes Wochenende eigentlich so dieses Privileg genießen zu dürfen, Bundesliga zu spielen. Dabei wünschen wir dir schon mal viel Erfolg, viel Spaß. Das war Weihnachten mit Kevin Möwald. Wenn ihr was Gutes tun wollt, heute ist der 23. Schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei. Erster Link führt euch zu unserem Projekt Viva Con Agua. Da werden für 50 Schulen in Südafrika in ärmeren Regionen Spenden gesammelt, um Brunnen zu bauen, um Sanitäranlagen zu bauen, weil es gerade in den Regionen natürlich super, super schwer ist. Kevin, ich würde sagen, der von uns beiden, der diese Saison öfter Bundesliga gespielt hat, hat das letzte Wort. Ja, danke erstmal, dass ich hier dabei sein durfte. Ich glaube, du hast es gerade schon richtig gesagt, es ist nicht überall so wie diese Standards, wie wir es hier in Deutschland genießen dürfen. Deswegen spendet, nehmt teil daran. Ich finde, das ist eine super Sache von den Jungs und allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage. Genießt es mit der Familie, soweit wir es genießen können in der jetzigen Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.